Hey Roy. Hey Kumpel, schön dich zu sehen. Was ist los? Also, ich wollte meine Schwester abholen, aber mein Auto hat eine Panne. Verdammt, das ist ja blöd. Aber die ist doch da. Ja, jedenfalls habe ich meiner Schwester von dir erzählt und sie, wie toll du bist. Okay. Sie ist nicht wirklich beeindruckt von Kämpfen. Aber hey, du solltest ihr mal Hallo sagen gehen. Du bist ein toller Kerl. Okay, neues Ziel erhalten. Warte mal, was ist das? Oh, nee. Meine Aufnahme hat neu gestartet. Ich glaube, wir haben ein Problem. Also, ja. Oh, nee. Ja. Dann heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Punch Club. Ja, meine Aufnahme hat gerade geschraggert. Ach man, wenn man nicht aufpasst, ne? Na gut. Was haben wir gemacht? Ja, wir haben kurz trainiert, dass wir Ausdauer hochkriegen, weil ich dachte, wir können den Punkt setzen. Geht nicht, weil wir noch einen Punkt brauchen. Und haben einen Fight gewonnen. Obwohl wir komplett überlegen waren von den Werten, hat uns ja sogar zum Boden geschickt. Aber ja, gut. So, jetzt sind wir bei Roy. Das ist, den haben wir neu. Der wohnt direkt nebenan. Ja, direkt 2 Meter weiter. Ja, und da sind wir nun. Roys Schwester. Okay, gucken wir doch mal. Danke, Mann. Ich sag hier bestimmt mal Hallo. Super. Und jetzt komm, lass uns über Taktik reden. Okay. Danach können wir zusammen trainieren. Partner, bitte Roy mit dir zu trainieren. Und machen wir doch glatt, wa? Schlage vor, zusammen zu trainieren. Hey. Das wäre toll, mit so einem starken Partner wie dir zu trainieren. Yo, Kumpel! Mit einem Partner zu trainieren ist viel effektiver. Aber ich muss mein Auto reparieren. Das ist immer noch kaputt. Willst du mir dabei helfen? Jo, helfe ich dir, helfst du mir? Machen wir. Was passiert jetzt? Nee. Wir kloppen aufs Auto ein? Nee, auf den Motor. Okay. Das ist so klasse, dass du mir hilfst. Ja. Okay, heute ist ein Fight. Das Problem ist, wir müssen noch trainieren. Was bringt mir das jetzt hier gerade? Huh. Sollen wir loslegen? Jo, Kumpel. Mit deinem Partner zu trainieren ist viel effektiver. Du brauchst Balance in deinem Leben. Komm, setz dich zu mir, schnapp dir ein Bier. Du redest immer nur vom Training. Komm schon, ruhen wir uns einfach mal ein wenig aus. Nach der Schwester fragen. Hey Roy, deine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Das liegt in der Familie und hey, sie ist auch ziemlich klug. Okay. Wie geht's? Ich bin ein Freund von Roy, hoffentlich hat er mich erwähnt. Oh, hi. Ja, er hört gar nicht mehr auf, davon zu erzählen, wie super cool ihr zwei seid. Er gibt immer noch so viel an wie damals. Du hast Adriana getroffen. High five. Oh. Hey, ich bin Adrian. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Ich, muss Roy, mit Roy reden. Oh. Schwingen der Liebe. Roy. Hey Roy, deine Schwester ist, wie soll ich sagen, ziemlich attraktiv. Hatten wir schon? Das liegt in der Familie, hey, und sie ist ziemlich klug. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Ich glaube, sie mag dich. Ich weiß nicht, Roy. Das sieht gar nicht so aus. Ich denke schon. Weißt du was? Sie mag Blumen. Denk drüber nach. Okay, Roy. Danke für den Tipp. Kein Problem, Kumpel. Ich glaube, es würde ihr gut tun, mit einem tollen Kerl wie dir Zeit zu verbringen. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, Anmeldung war der letzte Tag. Okay, perfekt. So. Was können wir denn noch machen? Schlage vor zu sparen. Hey Roy, lass uns kämpfen. Sei kein Hasenfuß. Oh, du hast es so gewollt, Kumpel. Auf geht's. Du brauchst Balance in deinem Leben. Okay, wir sollen Bier mit ihm trinken. Alles klar, dann würde ich sagen, entspann dich mit Roy. Ah, guck mal. Heißt das jetzt, wir müssen hier 100% haben? Okay, die Zeit geht ja auch um. Schlag vor, zusammen. Sollen wir loslegen?
Jo, Kumpel, mit einem Partner wie dir, ja, brauchst Balance in deinem... Okay. Das bringt mir gerade hier gar nichts. Schade. So, Story. Ah, guck mal, wir sind hier weiter. Wir müssen... Oh. Aha, aha. Also hier ist noch einiges offen. Okay. Street Fighter. Bitte Roy mit dir zu trainieren. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Er will aber nicht. Und ich brauche Geld. Und wir müssen mal... Ich weiß gar nicht. Haben wir noch genug Essen? Nach Hause. Oh, 3 Steaks. Okay. Weil ich möchte noch hier im Sportgerätegeschäft mal vorbeischauen. Was können wir dann kaufen? Okay. Das können wir, glaube ich, für uns zu Hause kaufen, ne? Ausdauer? Okay, Ausdauer. Das ist Kraft, Ausdauer und kleiner Punching Ball. Das ist cool. Wing, da kriegen wir alles. Ah, hier sind die Punkte, die wir an einem Stück, glaube ich, bekommen, bevor wir dieses Ermüdungsbild bekommen. Aber 150, das sind noch 2 Tage Arbeit und dann brauchen wir noch einen dritten wegen... Oder, ja. Aber... wäre auf jeden Fall eine Sache wert. Wir müssen aber erstmal arbeiten gehen. Wir haben Energie, wir haben... Ja, und los, Feuer frei. Gehen wir mal arbeiten. Wir kriegen... Ah, okay. Aber wir kriegen trotzdem jetzt noch... Warte mal, wann? Kämpfe... Nächsten Morgen. Das bedeutet... Ah, kurz gucken. Morgen. Okay, wir können also noch... kurz weiter trainieren. Okay. Du hast keine... Energie mehr. Jetzt müssen wir nämlich, ja, jetzt haben wir das Problem, wir müssen nach Hause und schlafen. Hätte ich jetzt gesagt. Essen haben wir noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben, ein Steak haben wir auf jeden Fall noch. Wir müssen auf jeden Fall erstmal schlafen. Und morgen ist halt nochmal Training angesagt. Auf jeden Fall Ausdauer und Stärke. Okay, heute ist Kampf. So, das muss reichen. Wir müssen essen. 2 Steaks. Sehr schön. Sehr gut. Ja, aber ich will noch trainieren gehen. Ab in den... Halt. Ab in den Gym. Wo war der? Da. Ja, damit geben wir natürlich wieder Geld aus. Aber müssen wir so oder so. So, ich würde erstmal hier ran. Ich glaube, da machen wir Kraft auf jeden Fall. Okay, Kraft, Ausdauer ist gut. So. So, dann gehen wir jetzt aufs Laufband. Da sollten wir mehr Ausdauer bekommen. Es ist nicht 100% effektiv. Das ist halt... Aber wir haben auch 4. Das ist gut. So. Wir könnten noch weiter trainieren. Das ist, glaube ich, die Anzeige, wie viel wir da noch können. Wir müssen ja heute nur fighten. Ja. Okay, Laufband ist fertig. Ja, dann lass uns ganz kurz noch... Ah, kriegen wir nicht mehr fertig, ne? Nee. Also es wird viel zu eng. Deshalb... Fight! Warte mal, war das der 7. Fight? Ach, du Heil... Der wird uns aus dem Leben locken. Und zwar so richtig aus dem Leben locken. Auch wenn wir ein bisschen mehr Geschick haben. Hat er so viel mehr Ausdauer. Da, guck mal, die Ausdauer ist schon wieder voll gewesen. Eieieiei. Okay, er hat einen... Er hat einen... Haihaken. Oh, der auf Ausdauer geht. Okay. Eieieiei. Und der hat auch so viel mehr Life. Ah, wird das unsere erste Niederlage vielleicht sogar?
Weil das wird darauf hinauslaufen, anscheinend, dass wir etwas mehr Energie haben als er, aber er haut natürlich, wow, haut er zu. Das verlieren wir, da bin ich mir sicher. Und er liegt auf jeden Fall gleich am Boden, das ist schon mal, was? Hat er überstanden? Wenn wir ihn zu Boden kriegen, haben wir eine Chance zu gewinnen, würde ich fast sagen. Aber dann müssen wir ihn wirklich zu Boden bekommen. Oh. Es wird einfach nicht besser, ne? Wir kriegen ihn nicht zu Boden und unsere Energie ist auch fast aufgebraucht. Können wir das irgendwie steuern? Nee, ne? 18er hat er uns eben. Eieieiei. Ja, damit haben wir verloren. Jetzt ist er weit im Vorteil. Okay, unsere erste Niederlage. Heidewitzka. Warte mal, hatten wir jetzt keinen Vorteil ausgewählt? Ah. Hatten wir keinen Vorteil? Okay, er hat fast 6 Sachen, die er anwenden konnte. Halleluja. Ligapunkte, ja. Aber wir haben hier 3 bekommen. Immerhin etwas. Immerhin haben wir Talentpunkte bekommen. Und ich wollte, dass wir Dauerläufer lernen, damit wir das auch nicht mehr unter 4. Dann machen wir jetzt hier, müssen wir hohen Schlag nehmen. So, und dann können wir, wenn wir wieder genug Punkte haben, können wir Dauerläufer nehmen. Ich weiß nicht, wozu das sein soll. Also, die Chance, eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren. Okay. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Die Frage, die sich mir nur stellt... Ja, komm, anmelden. Wir müssen ja fighten. Oder wir wollen. Aber erstmal müssen wir arbeiten. Ich will gucken, auch wo wir Blumen herbekommen. Aber ich will mir erst was für ein Gym kaufen. Starten. Okay. Feuer frei. Und wir brauchen Essen. Das ist halt auch nochmal so ein Faktor, ne? Ja, kriegen wir noch einmal zusammen, dann könnten wir uns das Höhere, glaube ich, kaufen, ne? Sehr schön. Sportgeschäft. Halt. Wir können vorher beim Supermarkt vorbei. Oh nee. Mehr Geld habe ich nicht. Glaubst du, ich bin blöd? Gib mir den Rest. Hey, was guckst du so? Ich wollte nur eine Limo, aber ich kann auch später wieder kommen. Ich habe mich nur gefragt, wie du ohne Zähne aussiehst. Okay, Zeit den Schocken zu. Ach du. Ja. Jawohl, Treffer 1. Noch einer. Jawohl. Schön, schön. Jawohl, hau ihn, auch wenn er mehr Ausdauer hat. Das könnten wir trotzdem. Straßenschlägerei. Los. Ja, oh, 17. Sehr schön. Das wird auch in Runden. Was hat er denn hier? Was ist das? Ich müsste hier mehr freischalten, ne? Das wäre schön. Oh, nein. Was bedeutet das? Standardtaktik ohne nennenswerte Stärken oder Schwächen. Okay. Hau ihn nieder. Los, komm. Jawohl. Oh, schöne Kombo. Ba, ba. Jawolla. Und hau ihn. Jawohl. Ah. Immer auf da. Fight! Los, 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 los. Jawohl! So. Haben wir dich niedergemäht. Böser Räuber.
Du hast zum ersten Mal ein Verbrechen vereitelt. Ich bin stolz auf dich. Oh, vielen Dank, mein Held. Dir beim Kämpfen zuzusehen hat mich an einen alten Freund erinnert. Er war ein wahrer Meister. Übrigens braucht er etwas Hilfe in seinem Restaurant. Oh, besuche das Restaurant und frage Cassie nach einem Job. Ich sollte diesen Freund besuchen. Aber erstmal brauche ich Happa. Na? Zweimal. Sehr geil. So. Das bedeutet, jetzt haben wir Triff Cassie, müssen wir noch machen. Okay, aber vorher. Oh, das ist gar nicht weit weg. Das ist genial. Das ist. Oh! So. Ein wunderschön. Hä? Was ist jetzt los? Hallo, Spiel. Da passiert nichts mehr. Och nö, ist das Spiel jetzt abgeraucht? Hallo? Das geht. Ich kann nur nicht speichern. Okay. Hier zeigt er jetzt. Das zeigt er noch an. Interessant. Okay. Naja, dann muss ich wohl das Spiel abschießen und neu laden. Ach Mann. Gucken wir mal, wo wir rauskommen, wa? Also, bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind... Okay, wir können... Okay, hier können wir wieder was eintippen. Haben wir gekauft gehabt? Nein. Wir probieren es einfach nochmal. Mal gucken, ob das geht. Oder ob das allgemein... Nö. Okay, keine Ahnung, was das gerade war. Guck mal, was wir uns alles Schönes kaufen können. Ja, das ist jetzt die Frage, was... Das kann nicht mehr niedriger sinken. Daher würde ich sagen, wir kaufen uns eine Laufbahn für zu Hause, oder? Erst einmal. So, dann haben wir wieder nur 4. Das ist auch gut. Wann findet der nächste Kampf statt? Morgen. Das Problem ist, wir können keine Kraft trainieren. Oh, und wir haben nicht mehr... Hä? Wir haben die Questreihe nicht... Gerade mit hier ihm. Oh. Okay. Das ist natürlich schlecht. Sprich, was schon wieder dieser Koffer? Geh mir nicht wirklich auf den Sack. Okay, dann gehen wir mal hin. Okay. Sportgeschäft. Gehen wir mal hin. Ey, Doc. Du siehst traurig aus. Ja, ich habe einfach... Probleme, okay. Hm, liegt da etwa... was? Ein Verbrechen? Ja, woher wusstest du das? Jemand hat meinen Laser gestohlen. Laser? Wer würde so tief sinken, von einem Wissenschaftler zu stehlen? Hast du die Polizei gerufen? Hm, ich will nicht, dass sie von diesem Laser in meinem Keller erfahren. Klingt logisch. Wer würde so tief sinken, von einem Wissenschaftler zu stehlen? Ich weiß nicht. Meine Mutter sagt, da wären Typen in Tiermasken gewesen. Hm, das klingt alles sehr verdächtig. Ich versuche, deinen Laser zu finden und zu dir zurückzubringen. Das wäre toll. Ich will meinen Laser wieder knuddeln können. Okay. Ist der hier irgendwo in der Story drin, der Typ? Oh, sehe ich gerade nicht. Hm. Okay, kein Überfall. Der Fight ist morgen. Das bedeutet, wir könnten rein technisch gesehen nochmal arbeiten gehen. Ach nee, wir müssen nach Hause, wir brauchen Energie. Also wir müssen schlafen und essen. Ja, und da müssen wir irgendwie Geld verdienen. Erstmal müssen wir schlafen. Kriegen wir auch? Ja, wir kriegen. Ah, perfekt. Weil wir brauchen Stimmung wegen Training. Umso besser wir eine umso besser unsere Stimmung, umso besser trainieren wir auch. Das Problem ist, wir müssen eventuell nochmal arbeiten, ne? Kann das sein? Wir brauchen nämlich Essen. Wir haben noch Energieriegel, das ist gut. Weil wir müssen ja trainieren, wir haben ja gar kein Geld. Wir müssen eine Schicht einlegen. Leider Gottes.
Sonst können wir... Ja, trainieren in der Muckibude bringt uns jetzt auch, würde ich sagen, nicht viel. Ab zu... Hier schnell hin. Essen kaufen. Wir haben nämlich gar nichts mehr davon. Und dann... Ja, ich weiß, dass heute der Fight ist. Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal zu trainieren, oder? Ja, guck mal. Wir können noch ein bisschen... Bisschen Ausdauer. Wir brauchen insgesamt 6 oder 7 Punkte jetzt, um das nächste freizuschalten. Okay, ich will nicht den Fight verpassen. Oh, gegen Roy. Haben wir nicht gegen Roy schon mal gekämpft? Das ist Roy sein Vorteil oder ist das meiner? Eigentlich Roy seiner, ne? Na gut. Nee. Roys Wohnung war ja da. Aber wir scheinen Roy zumindest ein wenig überlegen zu sein. Sieht zumindest danach aus. Weil er viel weniger Energie hat und er auch ganz schön was abbekommen hat bisher. Also sieht gut aus. Na komm schon. Jawoll. Oh, schöne Kombo. Jawolla. Weil das ist jetzt nämlich der entscheidende Punkt. Jetzt haben wir Energie regeneriert. Und zwar nicht zu wenig. Und können, wenn wir ihn wieder Energie... damit haben wir gewonnen. Also, da muss er jetzt schon gute Kombos machen. Und zwar so richtig, richtig gute Kombos. Und das glaube ich nicht. Ja, los, komm. Ja, zeig uns, was du kannst. What? Okay, das ist jetzt natürlich ein Comeback. Aber... Bautz! Energiemäßig sind wir weit überlegen, aber er hat... Roy hat doch gute Kombos gezeigt. In Runde 3. Muss man jetzt einfach so nahtlos zugeben. Da hat er gut. Oh, und wieder. Das wird eng. Das wird eng. Jawohl. Gewonnen. Obwohl wir ihm eigentlich, also energiemäßig, massiv überlegen waren. So, jetzt können wir Ausdauer. Damit sinkt sie nicht mehr unter 4. Wichtig. So, für mich noch wichtig. Wir müssen gucken, dass wir noch einen Punkt freikriegen. Also eigentlich wäre jetzt der Weg hier der richtige. Ich weiß nicht, was das ist. Du hast rote Sneaker, also läufst du schneller. Durch die Stadt zu laufen, nimmt 30% weniger Zeit in Anspruch. Eieieiei. Das ist nice. Anmelden? Natürlich. Wie sieht es eigentlich in der Liga gerade aus? Welchen Platz nehmen wir denn ein? Kampfliga. Ja. Wir sind... Roy haben wir jetzt besiegt. Wir bleiben auf unserem Platz. Wir sind aber immer noch auf Stufe 6. Also wir haben... Ne? Ich weiß nicht, wer unser nächster Gegner ist. Müssen wir mal schauen. Aber wir wurden halt gut vermöbelt. Hier von Hick Sloan. Der hat uns richtig vermöbelt. Eieiei. Das war... So, gehen wir nochmal kurz... Okay, kein Überfall. Ich will endlich einen Überfall haben, mein Gutsherr. Okay, essen. Wir müssen erstmal was essen. So. Sehr gut. Dann würde ich nämlich Folgendes jetzt machen wollen. Das geht nicht mehr runter. Das ist auch gut so. Ich überlege gerade. Gehen wir direkt arbeiten? Ja, wir gehen arbeiten. Wir müssen ackern. Wir brauchen Geld. 250 brauchen wir. Also wenn wir alle 4 Geräte hätten,
würde uns das auf jeden Fall immer 10 fürs Training sparen. Ja, die ersten haben wir. Und wir müssen halt Essen kaufen. Das Problem ist halt Energie. So, ja, ich kann nicht mehr. Deswegen erstmal Essen. Ah, wir müssen unser Geld ausgeben fürs Essen. Geht gerade nicht anders. Zu Fuß. Und wir brauchen Energie. Wir könnten natürlich auch unsere Drinks nehmen. Mal gucken, stehen wir eigentlich automatisch auf? Ah ja. Blub. Blub. Jetzt noch mal kurz schlafen gehen. Wann ist der nächste Fight? Das habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Morgen. Das bedeutet, wir könnten jetzt auf die Schnelle noch Liegestütze machen. Die geben nämlich auf jeden Fall Kraft. Das ist gut. Und ich habe das Gefühl, die Zeit geht viel weniger zurück. Okay. Ja, los. Ah, ist bald zu Ende. Also das machen wir noch zu Ende auf jeden Fall hier. Weil wir kriegen alles. Das ist schon mal gut. Zwar nur in einem gewissen Rahmen, aber damit können wir zumindest ein gewisses Maß an halten, würde ich fast sagen, ne? Ja. Trainieren wir noch ganz kurz. Wenn wir das noch auf 5 kriegen, ist zwar nicht unsere Präferenz, aber das würde ich schon dann ja, auf 5 halten wollen. Und dann müssen wir gucken, dass wir Geschick irgendwie hochkriegen. Jetzt bist du fitter als je zuvor. Du siehst sogar besser als ich aus. Okay. Wie jetzt? Können wir jetzt mit Roy trainieren? Warte mal, müssen wir mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Schlage vor, zusammen zu trainieren. Sollen wir loslegen? Jo, Kumpel. Lass uns... Okay, du brauchst Balance. Okay. Immer noch nicht. Hm. Wir müssen erstmal was essen wieder. Wir sehen, wir sind schwächlich. Hab. Perfekt. Sehr gut. Und dann gehen wir nochmal aufs Laufband. Einfach ein bisschen Sport machen. Den Ausdauer hochkriegen. Weil das müssen wir jetzt auf 5 halten. Dann ist das nächste Ziel... Warte mal, wir konnten jetzt... Trainiert er weiter? Weiß ich jetzt nicht. Oder war das im... Nee. Falscher Baum. Hier. Ja. Jetzt bist du fitter als je zuvor. Okay. Aber wir haben mit Roy... Achso, hier. Wir haben mit Roy noch nicht trainieren können. Hm. Wir machen das Laufband noch. Oh, Laufband ist fertig. Okay. Ja, dann können wir jetzt auch fighten gehen, ne? Oder wir machen... Nee. Okay. Na, schade. Kein Überfall. Bevor wir jetzt arbeiten, Muckimude können wir nicht. Ja, wir machen jetzt an der Stelle Feierabend. Und machen den Fight dann beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.